Ja, das sind fast. Na, das sind schon keine 10.000 mehr, was wir bis zum Maximum brauchen. Oh, ist abgeklungen. Ich komme hier lang. Sehr schön. Gut, dann können wir uns hier drin umschauen. Hier sind wieder zwei mit Fallen besetzte Regale. Gut, was ist hier drin? Hier ist nichts Interessantes. Ein Schlegelkopf. Sehr schön. Jetzt haben wir die beiden Teile des Schlegels. Schlegelkopf. Diese schwere Metallkugel scheint der Kopf eines Schlegels für einen Gong zu sein. Der Griff ist abgebrochen. Das heißt, wir müssen den Griff wohl neu dran schmieden. Ja, nichts leichter als das. Gut. Ich tue mein Bestes. Hier gibt's also nichts mehr. Nehmen wir den einen Edelstein mal mit. Was wollt ihr? Edelsteine können wir mitnehmen, die stacken hier. Gut, das heißt, in dem Flügel sind wir fertig. Also gucken wir als nächstes in die Richtung. Bevor wir uns hier den Geheimgängen widmen. Werden. So. Du bist ja hier lang. Imoen, du gehst wie immer vor. Okay, wieder zwei Kisten und zwei weitere Gänge. Nichts leichter als das. Ich hab genug davon. Und noch eine Falle am Boden. Na, erstmal das hier deaktivieren. Noch mehr Pfeile und noch mehr Tränke. Trank der Meisterdiebeskunst haben wir zwar schon. So, der letzte, der kann verkauft werden. So, Säurepfeile. So, das heißt, wir machen es so. Ein Absorptionstrank für Yahira. Du trinkst mal ein und Kali trinkt auch mal ein. Dann haben wir den Stack schon mal weg. Und ja, ich verbrauche hier jetzt Heiltränke, weil wir uns eh dem Ende nähern. Ich hab genug davon. Und wir, glaube ich, hier noch mehr als genug Heiltränke finden. Eispfeile. Bolzen lassen wir mal. Einen Wahrnehmungstrank. Der ist nicht schlecht. Eispfeile. Wie viele hast du, Minsk? Ja, so machen wir das so. Dann kommen auch die Eispfeile weg. Aber du schießt nicht mit dem Bogen, Minsk. So. Mich kümmert. Okay. Gehen wir erstmal hier lang. Oh, eine Schmiede. Esse und ein paar Sachen. Und toll, der Kessel ist mit einer Falle versehen. Enthält aber Säurepfeile und Geschosskugeln. Ah, Wurfpfeile können wir noch mitnehmen. Die können wir nämlich im Gegensatz zum Bolzen verkaufen. Pfeile. Noch ein paar Wurfpfeile. Pfeile plus 1. Säurepfeile und Kugeln plus 1. Sehr schön. Was bist du? Du bist ein Schmiede im Amboss. Eine Schmiede, in der normalerweise Werkzeuge hergestellt oder repariert werden. Okay, das heißt Talisa. Unter meiner Würde. Kommt mal mit den Gongteilen. So, wir haben genug Kugeln. Ach ja, die Pfeile erst identifizieren, bevor wir sie an Minsk weitergeben. Sehr gut. Was wollt ihr? So. Der Gongschlegel ist jetzt repariert und kann benutzt werden. Wir haben zwei Gegenstände eingebüßt, was klar ist, und einen gewonnen. Nämlich einen Gongschlegel. Hierbei scheint es sich um einen Schlegel für einen Gong zu handeln. Nicht leichter als das. Genau. Was? Beinahe unter meiner Würde. Jetzt müssen wir nur noch einen Gong finden, den wir damit schlagen können. Wobei ich mich frage, warum wir nicht einfach so mit dem Schwert draufschlagen hätten können. Hat das die Giftspinne da gerade bespuckt oder war das immer ein Säurepfeil? Du bist Young, denn ich verschwinde jetzt.
Und ja, die Musik. Okay. Das hier ist das Zimmer von jemandem. Mit einer Falle. Na komm, geh auf. Wow. Feuerpfeile. Trank der Wolkenriese. Stärke 12 Heiltränke. Ja, beinahe unter meiner Würde. Und eine Abkürzung hier zurück. So, das heißt, wir haben Kugeln plus 2. Und da wir Kugeln plus 2 haben, werfe ich mal die hier weg. Feuerpfeile, sehr schön. 20 Heiltränke, 12 Heiltränke, die kommen mal zu dir. Und Wolkenriesenstärke-Tränke hast du, genau. Was wollt ihr lang? Ach ja, da ist noch mehr gewesen. Genau, Pfeile und Pfeile und Bolzen lassen wir liegen, haben wir gesagt. Die können wir nämlich komischerweise nirgends verkaufen. So. Gut, immerhin. Öffne mal das hier. Und geh vorsichtig weiter. Okay, die Leiche da weist schon mal darauf hin, dass es hier böse sein kann. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Dann ziehen wir mal den Rest der Gruppe nach. Bingo. Was? Beinahe unter meiner Würde. Mich kümmert's hier lang. Und da ist wieder eine Geheimtür. Ja, sieht jedenfalls aus wie eine Geheimtür. Du bist ja ein komischer Kerl, denn ich verschwinde jetzt. Ja, lässt sich öffnen. Und ein Zombie. Was wollt ihr? Schlurft uns hinterher. Dies ist nichts leichter als das. Wow, mehrere Zombies. Da darf mal die Nahkampfprügeltruppe ran. Was war hier? Gut, immerhin. Leg mal die Pfeile ein, dass sie als nächstes verschossen werden. Ein großer Raum mit einem Haufen Schnickschnack, eine Harfe, eine Podest, Steinköpfen, Steinfiguren, großen Fässern. Und einem Gong. Und ein Schachspiel. Noch ein Schachspiel. Wir haben ja oben schon eins gefunden. Dolak scheint gerne Schach gespielt zu haben. Beinahe unter meiner Würde. Okay, Talisa, schlag mal den Gong. Ihr schlagt den Gong mit dem Schlägel. Er macht kein Geräusch. Ihr könnt jedoch eine leichte Schwingung spüren. So, das heißt, wir haben das mit dem Gong erledigt. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Gucken wir weiter. Okay, hier haben wir ein Schwert. Dolak Stolz. Dies ist ein Monument zur Erinnerung an den Zwergenherrn Dolak. Es ist ein Schwert, das tief in den Felsen gerammt ist und nicht herausgezogen werden kann. Für mich sieht... Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. Ja, immerhin. Für mich sieht das eher aus, als ob es... in der Luft schwebt. Gut, hier scheint es wieder eine Abkürzung zu geben. In den Raum mit dem Todesgang? Nein. Okay, das heißt... Ich bin ganz wie befohlen. Ja, was wollt ihr? Gut. Mich kümmere hier lang. Wir müssen diesen was? Stolz irgendwie zum Glänzen bringen, dieses Jahr. Davon. Irgendwo, das mit dem Gong haben wir jetzt erledigt. Edelstein haben wir noch nicht gefunden oder was Glitzerndes. Hier genau das mit den Chroniken. Das Schwert dazu führen, seinen Ruhm zu zeigen. Genau. Okay. Nebenbei Chroniken, das hier sieht so aus wie so eine Art Ahnen. Ja, also wie so eine Art Ahnenarchiv. Mal gucken, was steht denn hier so. Ach nee, das war das mit dem Schwert.
Wie ein leibhaftiger Gott des Kampfes traf Durlak gegen die Drow an und brachte Tausende um. Ich glaube, die sind nicht ganz teilgetreu, die Bücher. Hm? War dem mächtigen Durlak nicht gewachsen. Der Zauber des Drachenweibchens konnte ihm nichts anhaben und die Atem war für Durlak nichts als eine sanfte Brise. Ja, die waren definitiv nicht ganz genau mit diesen Chroniken, oder? Was wollt ihr lang? Was wollt ihr? Lass mal das Schwert verschwinden, genau. Nächstes. Es begab sich, dass der Herr Durlak und sein bewaffneter Mitstreiter Arlo Stoneblade bis in die Tiefen der großen Spalte vordrangen. Sie kämpften gegen den furchterregenden Tanari Akletek und Durlak erschlug den Körper des Dämons mit einem einzigen Streich seiner Axt. Danach zwang er seinen Geist in einen verzauberten Dolch. Das ist aber nicht dieser Seelentrinker-Dolch, den wir da besorgen sollen, oder? Für den Zwerg in Ulgurtsbeard. Und Durlak zog durch die Trollberge und tötete alle üblen Monster. Gut. Beim Lesen dieses letzten Buches hört ihr ein klingendes Geräusch, als ob etwas in Gang gesetzt wurde. Einige Sekunden später hört ihr ein Summen und seht ein Leuchten, das aus der Richtung des Korridors herüberscheint. Gut. Okay, das muss das Schwert sein. Ihr habt meine Taten zum Glanz erhoben und mein Schwert leuchtet nun vor Stolz. Sagt uns das Schwert. Okay. Es scheint, als ob ich irgendeine Art Aufgabe erfüllt habe, da ich das Schwert zum Glänzen gebracht habe. Also ja, das ist eigentlich der Wackelpudding, der den Heiligtumzauber darstellen soll. Aber in dem Fall soll das einfach nur darstellen, dass das Schwert hübsch ist und funkelt. Ja, oh allgegenwärtige Autorität. Denn ich verschwinde jetzt. So. Gut, zweite Aufgabe gelöst. Falle voraus. Was bist du? Stirb! Ein Kriegsskelett. Imoen? Ja? Dadurch bitte. Wow, das Kriegerskelett trifft Talisa da hinten. Und zwar ziemlich böse sogar. Gibt aber gute Erfahrungspunkte. Khalid, guck mal. Oh, er hat einen magischen Zweihänder dabei. Was bist du denn für ein Zweihänder? Keine Ahnung, können wir nicht identifizieren und unsere Intelligenz ist wieder auf 17. Was? Nichts leichter als das. Okay. Imoen, geh mal weiter. Das hier sieht so aus wie so eine Art Wohnzimmer oder... Wie heißen die Dinger nochmal, die die Herren da haben? Lounge ist es nicht. Eine kaputte Waffe, noch mehr Schnelligkeitsöl. Sieben Pfeile, was bist du? Trank der Freiheit, den brauchen wir nicht unbedingt. Pfeile, die du nicht identifizieren kannst und du auch nicht, sehr toll. Und brauch bitte erst die Schleuderkugeln auf. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ich hab genug davon. Ach, zur Not könntest du Yahira halt welche abdrücken. So. So. Haben wir schon mal mehr Platz. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Oh, Grünschleim. Jetzt auch noch das. Nichts leichter als das. Au. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Diese Gruppe ist außerordentlich. Ich gifte mal Khalid. Ja? Grünschleim war, glaube ich, Wun gegen. Ich verschwinde jetzt. Gegen Dings Magie. Du hast keinen großen Heilzauber mehr. Du hast auch keinen großen mehr. Also müssen zwei kleine hinhalten.
Natürlich, wenn Yahira sich dazu entschließen sollte, zu zaubern. So, Grünschleim ist ausgeschalten. Das wollte ich gerade nochmal checken, ich war mir nicht sicher, aber wir haben beides geplündert. Sehr gut. Was? Nichts leichter als das.